ist in einem hypothermischen Schock. Ich muss ihn auf jeden Fall irgendwie hier wegbringen. Oder er wird sterben. Und das Nachschubflugzeug? Es wird in weniger als einer Stunde hier sein. Ja, es hat recht. Ihr solltet die Raupen nehmen und weiterfahren. Ich werde einen Weg finden, Pierce in das Wüstenbiom zurückzubringen, wo er nun mal hingehört. Es ist unmöglich, ein 1,8-Tonnino ganz allein zu bewegen. Wie wäre es denn, wenn ein paar von uns das Flugzeug aufhalten? Die anderen können hierbleiben und ihr helfen. Einen so großen Dinosaurier können nur beide Raupen bewegen, fürchte ich. Wenn wir ihn retten wollen, müssen wir alle mithelfen. Geht klar. Ich werde nicht zulassen, dass Manticore noch eine Kreatur verletzt. Genau. Ja, wenn Bambi mal irgend sowas in der Art widerfahren wäre. Wir mögen auf einer anderen verrückten Dino-Insel sein. Wir frieren uns die Hintern ab und stehen in einem arktischen Biom. Aber wir sind immer noch keine Kreidezeit. Wir stehen hinter dir. Ich bin sicher, das ist nicht seine bevorzugte Art der Fortbewegung, aber er macht das wie ein echter Champion. Das Nachschubflugzeug ist gelandet. Oh. Autorisierte Lebensformen.